So, kann ich mich jetzt umziehen? Ja, funktioniert. Perfekt. Zack, zack. Nee, warte mal, das war besser. Zack. Hier die Maske. Das da und das da. Okay. Na? Wo muss ich jetzt lang? Ah, hier. Kann ich einen Stock dran werfen. Hätte ich fast übersehen. Aber nur fast. Wir sind also jetzt tiefer in der Halle. Da ist noch eine Leiter. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass hier auch mehr Spinnen sind. Würde mich zumindest mal nicht wundern. Ja, ich höre schon was. Ich höre Spinnen. Okay, wir speichern erstmal. Erst einmal hier schön speichern. Nochmal ins Fass gucken. Fass ist leer. Schade. 1, 2, 3 Spinnen. Wow. Warum nicht noch mehr? Oh, da ist eine Urne. Diolins Urne. Okay. Wie viele Butzeln haben wir noch? 6. Ich habe sie nicht getroffen. Ich habe sie schon wieder nicht getroffen. Ja, jetzt habe ich sie getroffen. Brenn, Spinne, brenn! Okay. Ich habe nur noch eine Butzel. Ja. Gibt es hier irgendwie Fallen, die ich aktivieren kann? Sonst wüsste ich nicht, wie ich die sonst erledigen soll. Vielleicht muss ich mich auch einfach vorbeischleichen. Ach, hier ist eine Falle. So, anlocken. In die Falle rein, bitte. Komm ran. Jawohl, jawohl, perfekt. So, die Falle nochmal aktivieren. Jetzt die andere Spinne ranlocken. Perfekt. Und in die Falle, bitte. Schöne Sache. Ja, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, dann ist das alles easy peasy. Hier ist ein Hebel. Bannerhebel. Aha. Okay. Muss ich die alle einfach nach innen führen? Ah, nein. Okay. Das richtige Banner. Ist das das hier? Ich bin mir nicht sicher. Wo komme ich hier lang? Okay, hier komme ich nicht wirklich. Ah, doch. Oder auch nicht. Wow. Komme ich hier rüber? Tatsächlich. Aber hier ist irgendwie nichts außer Stein. Okay. Ich muss wieder zurück. Zack, zack, zack. Also wir müssen das richtige Banner nach innen führen und dann mit dem Licht wieder nach oben fahren. Sodass die Elster es sehen kann. Da war noch irgendwo eine Spinne. Ich habe eben eine Spinne gehört. Ah, hier sind noch Butzeln. Tanzzapfen meine ich. Ich sag immer Butzeln dazu, ich weiß. So, habe ich die die Tanzzapfen ausgewählt. Die Tür machen wir mal alle auf. Hier sind noch Tanzzapfen. Schöne Sache. Ne, das ist es nicht. Hier noch was? Nee, aber hier ist noch Nebel. Wo ist die Spinne? Ich höre sie doch.
Hier komme ich her. Ja, okay. Ich guck mal kurz in der Mission nach. Finde ein mit dem Bild einer Elster verziertes Banner. Mit einer Elster drauf. Das wäre dann das hier nicht, das hier auch nicht, das hier auch nicht. Da ist, glaube ich, nur eins mit einer Elster drauf. Das ist irgendein Feuer. Das hier auch nicht. Das ist die Elster. Oder das da? Nee, ich glaube das da. Gut, das da dran. Und dann fahren wir mit dem ganzen Ding wieder nach oben. Warte mal, warte mal. Ohlalala. Bevor ich weitergehe, vielleicht ist hier noch einer der verschollenen Wachen. Hier liegen ja nämlich auch noch Überreste. Kann ja mal kurz hier. Mehrere Florin. Auch nicht schlecht. Jawohl, ich hab's gewusst. Sehr schön. Die letzte Wache haben wir auch. Perfekt. Da hätten wir lange suchen können, oben. Ich habe mir auch schon gedacht, ich habe ja oben alles abgesucht, ja, und die letzte Wache war ja nicht dabei. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt fahren wir mit dem ganzen Licht da nach oben und hoffen dann, dass die Elster uns hilft. So. Ja, nach diesem habe ich gesucht. Aber diese Elster, was macht sie da? Sie scheint zu weinen. Das ist unmöglich. Eine Elster weint nicht wegen eines Nagers. Aber man sieht es ganz deutlich. Ja. Die Elster ergreift mit ihren Klauen das Banner. Schweige wie ein Grab über das, was du gesehen hast, Maus. Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Das hast du in der Tat. So sei es, Maus. Du darfst mir eine Frage stellen, aber nur eine einzige. Mera, wo ist sie? Warum hat sich Mera geweigert, dem Baron etwas vorzusehen? Nee, Mera, wo ist sie? Wer? Mera, meine Frau. Willst du mich nicht etwas anderes fragen? Vielleicht über die Aufstände im Norden? Was? Nein, ich will wissen, wo meine Frau ist. Bitte beantworte meine Frage. Ich könnte dir davon berichten, wie die Sterne in den Himmelsteppichen gewoben wurden oder welche Mysterien dahinter auf uns warten. Ich möchte nur das wissen, was ich dich gefragt habe. Ich kann dir verraten, wie du Blei in Gold. Ich glaube, der weiß nicht, wo es ist. Wie du Blei in Gold verwandelst oder was die letzten Worte von König Naga waren. Erzähl mir von Mera. So sei es denn. Ich muss mich mit Mygla beraten. Was? Mygla. In der Mythologie der Elstern ist Mygla die große, geflügelte Schöpferin. Es heißt, sie erschuf den Himmel und das Firmament. Und damit alle dort beheimateten Geschöpfe, nur indem sie ihren Namen sprach. Mygla sprach das Wort und das Wort wurde wahr. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Elstern so viel Wert auf das gesprochene Wort legen und Lügen so sehr verabscheuen. Okay. Ravik schließt ihre Augen und breitet ihre Flügel zu ihren vollen Spannweite aus. Für einen Moment, der eine Ewigkeit zu dauern scheint, herrscht absolute Stille. Dann spricht die Elster mit einer Stimme, die so klar ist, dass es dir vorkommt, als ob nie ein anderer Klang existiert hätte. Du musst dich auf eine Reise zur Insel Periklave begeben. Das, was du begehrst, wartet dort auf dich. Du wirst mich doch nicht etwa belügen? Okay. Periklave? Meeres Schiff ist in den Schwaden von Periklave verschollen. Dann gibt es diese verschollene Insel Periklave wirklich?
Periklave, ich kenne diesen Namen nur aus Legenden. Verschollen? Sie befindet sich genau dort, wo sie schon immer war. Und sie existiert. Das verspreche ich dir. Ich erblickte dort das Licht der Welt, auf den Ruinen des großen Turms. Dann musste ich nach Periklave. Das muss ein gefährlicher Ort sein, wenn an den Geschichten etwas Wahres dran ist. Ja, ich muss nach Periklave. Dafür brauchst du ein Schiff und ziemlich viel Glück, damit es dich dorthin bringt. Und eine Karte, um deinen Weg durch die Strömungen zu finden. Sie können listig und feige sein. Ich brauche ja schon Glück, um überhaupt die Karten zu finden. Feige? Kannst du mich nicht dorthin bringen? Boah, das wäre doch super, oder? Nur in meinem Magen. Okay, alles klar, dann halt nicht. Am Fuße dieser Klippe, an einem verlassenen Ufer, findest du ein Ruderboot in deiner Größe. Ach, das kennen wir. Das Ruderboot ist ja am Strand. Was ist mit den Karten? Ich kann dir deinen Weg dorthin nicht weisen. Ich kenne nur die Strömungen, die den Himmel beherrschen. Die See ist das Reich der Piraten und Frösche. Und vielleicht der Piratenfrösche? Davon habe ich mehr als ein paar gesehen. Werden wir uns wiedersehen? Du schuldest mir eine spannende Abenteuergeschichte. Eines Tages werde ich sie von dir einfordern. Ich werde dir noch ein weiteres Geheimnis verraten. Du bist eine mutige Maus, Thilo der Bade. Ich bin beinahe froh, dass ich dich gefressen nicht habe. Okay, das Deutsch ist hier ein bisschen komisch, dass ich dich nicht gefressen habe. Alles klar. Lebe wohl! Die Elster breitet ihre Flügel aus und ist mit einem mächtigen Flügelschlag verschwunden. Zack, und weg ist sie. Alles klar. Wir haben es geschafft, mit der Elster zu sprechen. Wo ist denn hier der Ausgang? Ist das? Nee. Erstmal abspeichern. Okay, also Mera ist auf der Insel Periklave. Dort müssen wir hinkommen und dafür können wir das Ruderboot benutzen, komischerweise. Ich weiß gar nicht, so ein Ruderboot ist nicht gerade das Beste, um zu segeln auf dem Meer. Naja, egal. Werden wir ja sehen. Und Karten brauchen wir. Da müssen wir zum Kerold und fragen, ob er uns helfen kann. Das heißt, ich würde jetzt erstmal zum Kerold gehen, danach zum Kommandanten, weil ich ja die letzte Wache gefunden habe, und dann zum Ruderboot, oder? Ja, je nachdem, wo ich natürlich die Karten finde, weil ich glaube nicht, dass der Kerold die Karten bei sich hat. Das wäre zu einfach. Ich muss mich noch umziehen. Die Rüstung. Zack, 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 zack. Okay. Mittlerweile ist es wieder hell. Das ist auch sehr gut. So. Also, wie gesagt, erstmal zum Kerold, danach zum Kommandanten. Und ich hoffe, dass ich auch den Kommandanten erwische und dass er nicht wieder am Hafen rumgurkt oder so. Das wäre natürlich unpassend. Ich habe doch immer einen Tanzzapfen in der Hand gehabt, kann ich auch mal weglegen. Ich muss ja auch sagen, ich bin immer wieder erfreut, aber zur gleichen Zeit auch. Wer pfeift denn hier? Hört ihr das? Da pfeift jemand. Und da ist auch eine Sprechblase.
Warum sitzt der Silas da? Und pfeift vor sich hin. Warte mal, ist das die Melodie des verwaisten Prinzen? Bevor ich mit ihm rede, rede ich erstmal mit dem Frosch. Danach rede ich mit Silas. Und frage ihn, was er in meiner Zelle macht. Kleiner, bist du das oder nicht? Was bin ich? Hörst du es nicht? Auf der anderen Seite vom Gang gibt es einen neuen Gefangenen. Verdammte Plage, ich kriege kein Auge zu. Je schneller der am Galgen baumelt, desto besser. Je schneller du am Galgen baumelst, desto besser. Das geht jetzt schon seit Stunden so. Egal, was willst du von mir? Ich brauche einen Kurs, den ich für die Periklave setzen kann. Hä? Was? Ich brauche einen Kurs, den ich für die Periklave setzen kann. Na los, beweg deine Schnauze. Ich brauche einen Kurs, den ich für die Periklave setzen kann. Warte, ich verstehe kein Wort. Wann hörst du endlich mit dem verdammten Krach auf? Ich kann bei dem Lärm nicht mehr klar denken. Bitte, Maus, bitte, stopf ihm das Maul. Ja, dann red mir weiter. Okay. Dann müssen wir halt zuerst mit dem Silas sprechen. Nochmal kurz abspeichern. Zack, abgespeichert. Easy.